Hallo zusammen. Markus Gersting, die Hünenwelt Exil. Kapitel Nummer 2. Das Innere nach außen gekrempelt. Da hast du dir aber was Komisches eingefangen, Prüfling. Was zum Hydergol soll das denn sein? Einer der Meister zu Hyder dem Zweiten. Der Anfang ist eine delikate Phase. Der Anfang ist vorbei, bevor man überhaupt mitbekommen hat, dass etwas angefangen hat. Ida von Querlitzenfalls. Versuch einer Erklärung. Es war ein schneller Tod. Und jetzt fragen wir uns, was wir mit unserem Leben nach dem Tod anfangen sollen. Verrückt, dabei glaube ich nicht einmal ein Leben nach dem Tod. Meine Frau und meine Kinder wären dann hier. Alofan Hagiri. Ihr fragt nach den Anfängen? Vergesst sie. Vergesst die große Schlacht bei Epsilon Eridani. Vergesst, ob ihr Wächter wart oder aus der Flotte der Verzweifelten. Wir sind nun alle verzweifelte Wächter über diesen Haufen Schrott. Das, was ihr wissen müsst, ist, arbeiten wir nicht zusammen, sterben wir. Schert einer aus, sterben wir. Fallen die Maschinen aus, die diese fragile Blase leben, in dieser feindlichen Umwelt erhalten, sterben wir. Nicht jeder wird das Privileg erhalten, nützlich zu sein. Wir können nur die Besten für die Aufrechterhaltung einsetzen. Jene, die über jeden Zweifel erhaben sind. Für die meisten von uns wird das bedeuten, dass ihr euch eurem Inneren zuwenden müsst. Im Inneren könnt ihr sein, was immer ihr sein wollt. Der Krieg ist für uns vorbei. Wir haben alle verloren. Wir sind nun alle im Exil. Organisieren wir nun unser Überleben. Tamar Sundström, frisch gewählter Konstruktkapitän. Das Leben im Inneren hat seine Reize. Zwerg Bavala. Der endlose Sommer näherte sich mit großen Schritten seinem Ende. Und das, bevor es an der Zeit war. Meister Tod schritt ruhig den Weg zu seinem Ziel entlang. Eine Wildwechselfahrt durch einen lichten Wald, in dem der Herbst die Bäume und den Boden rot und golden gefärbt hatte. Seine Schritte vermischten sich mit dem vom Wind verursachten Geraschel der Blätter. Langsam, aber stetig, näherte er sich seinem Ziel, einem offenen Zelt, das sich harmonisch in die herbstliche Landschaft fügte. Durch die geöffneten Seitenwände konnte er das Innere des Zeltes gut erkennen. In der Mitte des Zeltes ein breites Lager, über und über ausstaffiert mit Kissen und flauschigen Decken, davor ein großer, aber niedriger Tisch, der sich unter der Last der darauf drapierten Speise und Getränke förmlich bog. Und dann natürlich die Krönung des ganzen Ensembles, die Herren des Hauses, in wallendes Nichts gekleidet und in ein lebhaftes Gespräch mit einer vor ihr knienden Dienerin vertieft. Diese war schlichter als ihre Herrin gewandet und ließ ihre Finger über ein Stück Pergament fliegen oder schaute schnell und gewandt in einem der um sie aufgetürmten Folianten nach, was ihr die Herrin auftrug. Meister Tod passte nun seinen Rhythmus vollkommen den des Windes an und glitt so unauffällig ins Zelt. Weder Herrin noch Dienerin bemerkten ihn, wurden aber unruhig, als ob sie spürten, dass sich etwas verändert hatte. Ein gehauchtes Wispern aus seinem Mund verfehlte seine beruhigende Wirkung nicht. Meister Tod war ein wahrer Meister seines Faches. Panik nützte niemandem, entspannt waren alle Lagen des Lebens leichter. Nur für alle Beteiligten. Zwei fließende Schritte und er tauchte hinter der Lehne der geflochtenen Liegeschale der Herrin auf. Er ließ die Hand seitlich der kunstvoll hochgesteckten Haarpracht der Dame entlang gleiten. Ein wohliges Schaudern durchfuhr die Frau, als seine Fingerspitzen am rechten Ohrläppchen vorbei den schmalen Kanal zwischen Kiefer und Hals entlang glitten, kurz das Schlüsselbein streiften und dann wieder einen Bogen nach links oben beschrieben. Mit sanftem Zug unterstützte er die Aufwärtsbewegung des Kopfes der Frau, die dadurch versuchte zu erkennen, wer denn dahinter ihr stand. Als sich ihre Blicke trafen, entspannte sich die Dame des Hauses und ließ die wallenden Stoffe etwas auseinandergleiten. Nicht zu viel, dass es etwas versprochen hätte, aber genug, um einen kurzen Moment den Blick des Mannes entlang der Stoffbahn über die etwas kühle, aber samtweiche Haut streifen zu lassen. Lange genug, um Meister Tod für einen Augenblick abzulenken. Die kniende Dienerin hatte sich in der Zwischenzeit mit unglaublicher Anmut und Kraft erhoben. Einen kurzen Hirschfänger in Händen glitt die Frau, mit der für einer gelehrten, zu gut trainierten Figur, auf das Paar zu. Der Augenblick der Ablenkung war gut genutzt, aber die fließende Bewegung der Dienerin wurde durch einen Gegenstand in der vorschnellenden linken Hand des Mannes gestoppt. Eine Vorderladerpistole. Die Leibwächterin verschwand kurz in einer Wolke aus Pulverdampf, umzuckt von dünnen Blitzen.
Während die Dienerin stürzte, nutzte die Herrin die Gelegenheit und griff zwischen ihre Kissen. Sie richtete eine kleine Vorderladerpistole auf das Gesicht des Mannes. Er hatte die Bewegung der Frau durch seinen festen Griff zwischen Hals und Unterkiefer gespürt und ließ seine leergeschossene Waffe in den Schoß der Frau fallen. Diese versuchte der offenbar heißen Waffe mit strampelnden Bewegungen ihrer Beine zu entkommen und gleichzeitig den Hahn der eigenen Pistole zu spannen und die Waffe auf den hinter ihr stehenden Mann abzufeuern. Eines von beiden musste misslingen. Die herabfallende Pistole konnte die Frau zwar ausweichen, aber der Schuss ihrer eigenen Pistole fand nicht das zugedachte Ziel. Zumal es auch für Meister Tod eine zweite Sache gleichzeitig zu tun gab. Umfallende Standleuchter und Schalen kündigten die zweite Leibwächterin der Herrin an, die sich nicht lange mit der Innendekoration des Zeltes aufhielt. Durch den ersten Schuss auf den Kampf aufmerksam geworden, stürmte sie mit einer nach oben gerichteten Saufeder in das Zelt. Meister Tods rechte Hand löste sich vom Hals der Herrin und beschrieb einen schnellen Bogen, mit der er der schon zündenden Vorderladerpistole eine neue Richtung gab. Das Rohr zeigte im Moment genau auf die zweite Leibwächterin, als sich der Schuss löste. Die von langen, dünnen Blitzen eingehüllte Gestalt ging ebenfalls zu Boden. Mit der linken Hand hatte der Mann noch einen Teil des Rückschusses der Waffe abfangen können, aber nicht alles. »Ihr seid grob, Meister Alufan. Behandelt mal so die Lady des Landes«, presste die Herrin des Zeltes empor. Meister Alufan erwand der Dame die Waffe und warf sie in eine Ecke des Raumes, bevor er sie zu sich zog. »Waffen und Leibwächterin wären nicht nötig gewesen, oder, Frau Ida? Ihr selbst habt Meister Tod bestellt. Sollte es dieses Mal etwas anderes sein als die vorigen Male?« »Vielleicht wollte ich etwas Abwechslung. Die Herrin des Landes langweilt sich womöglich.« Frau Ida löste sich behutsam aus dem Griff Meister Alufans und ließ dabei ihr wallendes Gewand von ihren Schultern gleiten. Vollkommen nackt schlang sie dann ihre Arme um die Schultern des Mannes und drückte sich an ihn. »Willst du deine Sachen anlassen, böser, großer Mann?« Idas Augen glühten und gieriger Spott lag in ihrem Blick. »Nicht alles, großes, böses Mädchen. Dann ist ja gut. Ich helfe dir. Du übertreibst es immer. Deine Kleidung ist nie für schnelles Ausziehen geeignet.« Idas Hände glitten unter Alufans Jacke und zog sein Hemd aus der Hose. »Wo blieb denn der Spaß bei der Sache?« Alufan grinste sie an. Ida grinste zurück und schlug ihn auf die Brust. »Verrate mir dein schmutzigstes Geheimnis.« »Später«, sagte Alufan und entledigte sich seines Waffengürtels, bevor Lady Ida versuchen konnte, ihn mit seiner eigenen Reservepistole zu erschießen. »Später. Nutzen wir die Zeit und die Gelegenheit, meine wilde Dame. Exklusive Zeit mit euch ist leider nicht unbegrenzt.« »Später, Meister Alufan.« Der Zwerg lachte, als Alufan im Nebel des frühen Morgens das nun geschlossene Zelt verließ und zu dem am Portal wartenden Herrn Zwerg eilte. »Hast du der Lady dein schmutzigstes Geheimnis verraten?« Alufan blickte den Zwerg ernst an und deutete nur stumm auf das Portal. »Du hast es ihr wirklich nicht verraten, Herr Alufmeister Alufan? Wenn du mich fragst, hättest du das tun sollen. Aber wir hört schon auf einen Zwerg. Willst du wirklich das besprochene Ziel ansteuern? Ich könnte dir viele andere Welten zeigen, viele neue Abenteuer. Neue und spannende Frauen.« Der Zwerg redete ununterbrochen, während er in den Innereien des normalerweise versiegelten Portals hantierte, bis er sich schließlich in eine rote Zone öffnete. »Später, Zwerg.« Alufan war missgelaunt. »Der endlose Sommer ist bald vorbei und der Winter ist viel zu kurz für meine Aufgabe. Aber sicher, mein Herr, kein Grund, verstimmt zu sein. Die Passage steht. Herr Zwerg Vamana tut, was er kann und hilft, wo es nötig ist. Gute Reise. Was soll ich mit Lady Ida machen?« »Nichts, Zwerg. Die Lady kümmert sich um dich«, erklomm eine dritte Stimme. Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hatte, lag der Zwerg am Boden und die Lady hieß Meister Alufans rauchenden Reservevorderlader in ihren Händen. »War das nötig, Ida? Der Zwerg hat viele Türen und Tore geöffnet. Freiwillig.« Alufan war äußerst schlechter Laune. »Man sollte nicht den Zwerg schlachten, der die goldenen Waffen legt. Du hast gerade mit seiner eigenen Gabe auf ihn geschossen. Du weißt ganz genau, wer er ist und dass man ihm nicht trauen kann. Ich habe meine Damen angewiesen, ihn für diese Ungemacht zu entschädigen. Wie so oft und so lange er will. Gehen wir, das Portal bleibt nicht ewig offen. Wir haben das doch nun oft genug besprochen. Du könntest immer noch hier in Sicherheit bleiben, Ida. Im nach Inneren gekrempelten Äußeren erwartet uns der reale Tod. Du musst nicht mitkommen. 4 vergangene Zeitalter sind genug. Wir suchen unseren eigenen Weg heim.
Egal, was die Virtuellen meinen. Gehen wir, bevor ich es mir wieder anders überlege. Ida winkte zum Wald und zog Alofan mit sich zum Portal. Ihre zwei Leibwächterinnen verließen die Deckung des Unterholzes und rannten über die Lichtung auf das Portal zu. Ich will die Realität sehen. Ich will wieder nach Hause. In das richtige Universum. Und wenn wir dafür den verdammten Hünen wecken müssen. Gut, gehen wir. Der Winter ist kurz und heftig. Wenn wir im realen Land sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Gib mir noch eine Sekunde. Ich folge dir auf dem Fuße. Ida verdrehte kurz die Augen und verschwand dann mit einem energischen Schritt im Portal. Als sie vollständig darin verschwunden war, beugte sich Alofan über den Zwerg und bestreute mit einem Pulver, das die Ladung der Waffe neutralisierte. Vergib mir, Herr Zwerg, ich werde dich für diese Ungemach besonders entschädigen. Lass dir aufhelfen, das Portal steht uns noch offen. Der Zwerg öffnete die Augen und drückte Alofan weg. Und ich soll die willigen Damen hier alleine lassen? Bist du von Sinn, Mensch? Los, verschwinde durch das Portal. Ich werde dir eine kleine Auszeit nehmen. Du kommst erstmal alleine zurecht. Ich finde dich, falls du Hilfe benötigen solltest. Alofan lachte kurz und humorlos auf. Bis später, Zwerg. Ja, das war das zweite Kapitel. Wenn ihr Lust auf mehr habt, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Lasst ein Like da. Und wenn sich genug melden, gibt es eine Fortsetzung. Bis dann, mach's gut und tschüss.